Vom Fahrer bis zum Mechaniker, der Nachschub hält der kämpfenden Truppe den Rücken frei. Die Bundeswehr ist weltweit im Einsatz, ob im Schützenpanzer oder abgesessen. Damit die kämpfende Truppe nach vorne gehen kann, braucht sie viel Unterstützung im Rücken. Logistiker sorgen dafür, dass im Einsatz alles rund läuft. Ein Nachschubkonvoi fährt in das Camp Moorbach ein. Die vorgeschobene logistische Basis Moorbach befindet sich auf dem Truppenübungsplatz Lübten in Mecklenburg-Vorpommern. Soldaten der Streitkräftebasis kümmern sich um Nachschub und die Instandsetzung. Zum einfahrenden Konvoi gehört ein 400 PS starker Multi. Der LKW bringt dringend benötigtes Material ins Camp. Transportiert wird das auf sogenannten Flats. Auf diesen standardisierten Laderampen können Güter aller Art bewegt werden. Für das Be- und Entladen ist jeweils die Fahrzeugbesatzung verantwortlich. Ich habe Wasserpaletten auf dem Flat. Und die werden abgeladen, also sprich habe ich auf dem LKW, wird abgeladen und dann kommt ein FOG, also Feldumschlaggerät, der die Wasserpaletten raustut und in den Container reinfährt und dann wird es da kommissioniert und dass es halt läuft. Zum Konvoi gehört auch ein Schwerlasttransporter, kurz SLT. Dieser hat einen Bergepanzer geladen. Der Bergepanzer kann liegen gebliebene Fahrzeuge bis zu 35 Tonnen ziehen oder schieben und das in jedem Gelände. In der Instandsetzung des Camps reparieren die Mechatroniker derzeit einen Wolf, der in einen Auffahrunfall verwickelt war. Ihre Kameraden wechseln einen Reifen an einem Transportpanzer Fuchs. Szenenwechsel: Im benachbarten Materiallager bricht ein Feuer aus. Eine Soldatin rennt verletzt und panisch davon. Ihre Kameraden leisten erste Hilfe und bringen die Verletzte in Sicherheit. Doch den Brand können sie mit dem Feuerlöscher nicht unter Kontrolle bringen. Die Feldlagerfeuerwehr der Spezialpioniere muss ran. Der Gruppenführer erkundet zunächst die Unfallstelle. Jetzt muss alles ganz schnell gehen. Während der Angriffstrupp beginnt zu löschen, bergen die herbeigeeilten Sanitäter die verletzte Soldatin. Nach kurzer Zeit hat ein zweiter Feuerwehrtrupp den Löschschaum vorbereitet. Damit kann die Gefahr gebannt werden. Die Sanitäter bringen die Verletzte zur weiteren Behandlung in die Rettungsstation. Das Feuer ist aus, jetzt beginnt das Aufräumen. Die Spezialpioniere haben sogar vergessen, dass es nur eine Übung war. Wenn man drinne ist in diesem Szenario, dann vergisst man das ganz schnell. Da hat jeder seinen festen Arbeitsplatz. Jeder weiß, was er zu tun, zu lassen hat und welche Aufgabe er hat. Und die meisten blenden diese Übung komplett aus. Für die Bundeswehr ist die Logistik unverzichtbar. Auf jeden kämpfenden Soldaten kommen 8 Nachschubsoldaten. Im Einsatz kann ein logistisches Unterstützungsbataillon bis zu 1200 Tonnen Material und 120.000 Liter Treibstoff gleichzeitig bewegen. Alle dafür nötigen Fachleute sind in Camp Moorbach vertreten.